Willkommen zu meinem Videotutorial zum Thema Binärbäume. Binärbäume werden benutzt, um Mengen zu implementieren oder Tabellen zu implementieren, aber immer auf eine funktionale Art und Weise. Das bedeutet, wenn man eine Änderung an einem Binärbaum vorgenommen hat, dann kann man den alten Binärbaum immer noch weiterverwenden. Das nennt man Sharing, das habe ich bei den Arrays schon mal erklärt. Arrays erlauben kein Sharing, aber induktive Datentypen schon, und ein Binärbaum ist so ein induktiver Datentyp. Also in der Botanikfolge habe ich ja schon erklärt, was Bäume sind. Bäume sind zusammenhängende Wälder, das heißt, ein Baum ist ein zusammenhängender, kreisfreier Graph. Ein Wurzelbaum ist ein gerichteter Baum, dessen Kanten alle von der Wurzel wegweisen, wobei die Wurzel ein vorher ausgewählter Knoten ist. Binär ist ein Baum, wenn jeder Ausgangsgrad höchstens 2 ist. Das bedeutet, was kann man bei einem Binärbaum alles für Knoten haben? Also einen Knoten ohne ausgehende Kanten, sowas nennt man Blatt. Dann kann man haben Knoten mit einer Kante raus und Knoten, wo zwei Kanten rausgehen. Und so einen Datentyp möchte ich jetzt mal definieren, und da gebe ich drei Konstruktoren an. Einfach Node 0, Node 1 und Node 2. Das sind die drei Konstruktoren im Datentyp. Ja, und das hätte ich besser vorher löschen sollen. Also der Typ, den nenne ich mal B-Tree für Binary Tree. Und die drei Konstruktoren sind Node 0, Node 1, der hat eine Kante raus, also ein Argument mit B-Tree, und Node 2 bekommt zwei Argumente. Und beides wieder Binärbäume. Und das ist dann der Typ von einem Binärbaum. Jetzt soll dieser Binärbaum Informationen tragen können. Informationen heißt irgendein Wert vom Typ A, wobei A halt ein beliebiger Typ sein kann, so ein Typparameter. Der muss jetzt überall an die Knoten rankommen. Hier bei Node 0. Bei Node 1 und das Argument vom Typkonstruktor B-Tree muss jetzt auch immer mit dazukommen. Ein A kommt rein, die Argumente müssen noch nachgebaut werden. So, also das wäre jetzt die Binärbaumdefinition, wenn man da ganz naiv nach der Definition rangeht. Also an jedem solchen Knoten steht jetzt noch so ein X vom Typ A. Hier auch ein X vom Typ A und hier auch. So, das ist etwas unpraktisch, und da gibt es einen Trick, wie man das sehr vereinfachen kann. Und zwar benutzt man statt eines Blattes mit Node 0 ein Blatt mit zwei, ein Knoten mit zwei ausgehenden Kanten, und die Bäume, die dann bei den Kanten widerstehen, die sind solche speziell markierten Konstruktoren. Genauso bei Node 1, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie man den mit diesem roten Dummy-Argument darstellen kann. Also sagen wir mal, hier oben steht jetzt noch irgendwie T für Tree, also für Baum. Den kann man dann entweder hier reinhängen oder hier. Dann steht rechts das Dummy-Argument. Und Node 2 bleibt genau wie es ist.
Und dann braucht man nur noch zwei Konstruktoren. Und das sind eben der hier und der hier. Das heißt, den ersten nenne ich mal No Node für hier ist nichts. Und das zweite ist Node 2. Aber da es jetzt nur noch einen Knoten gibt, wenn man diese Vereinfachung durchführt, einfach nur Node. So, jetzt male ich hier mal einen kleinen Baum hin. Alle Blätter sind dann dieses Ding. Dann ist das hier. Das entspricht dem ursprünglichen Node 2. Das hier entspricht dem Blatt, Node 0. Das entspricht Node 1 und das da oben entspricht wieder Node 0. So viel zur Übersetzung. Und im Denken und in der Vorstellung macht man das bei dieser Form der Darstellung von Binärbäumen so, dass man diese Blätter alle wegnimmt. Und dann ist das hier der eigentliche Binärbaum, der dargestellt wird. Ohne die ganzen hier ist nichts Knoten. Ja, sieht gleich viel einfacher aus. So, jetzt die Datentypdefinition, die zu dieser Idee gehört. Also Binary Tree ist gleich entweder No Node und der braucht auch keinen Wert mehr, weil die Werte stehen alle im Knoten drin und nicht in den Nicht-Knoten. Und dann der Knoten mit seinen zwei Bäumen und den Wert vom Typ A, den werde ich jetzt in die Mitte schreiben in Zukunft. Und links und rechts davon stehen die beiden Teilbäume. Das ist die praktische Binärbaum-Implementierung, die im Folgenden benutzt wird. Okay, damit kann man jetzt Werte speichern, ungeordnet. Genau wie mit Listen. Das heißt, man kann sich mal Gedanken darum machen, wie wandelt man denn so einen Binärbaum in eine Liste um? Also, man kann eine Funktion definieren, List of B-Tree, also die Liste, die dem Binärbaum entspricht, und primitiv rekursiv kann man das auseinandernehmen. Wenn kein Knoten drin ist, dann muss die Liste leer sein. Und bei einem Knoten mit einem linken Teilbaum, einem Wert und einem rechten Teilbaum, da kann man rekursiv List of B-Tree L aufrufen, in die Mitte das X hängen und List of B-Tree R aufrufen. Und da es rekursiv ist, braucht man das Recursive, abgekürzt REC in OCaml. Und auf diese Art kann man so einen Binärbaum flachklopfen. Mal die Datei importieren. Und ich bin im falschen Verzeichnis. Und jetzt nochmal. So, sehr gut. Definiere ich mal ein
einen Binärbaum. Ah, in die Mitte kommt immer der Wert. No Node 4, No Node. So zum Beispiel. Das entspricht jetzt folgendem. Wie war das? Ein Knoten mit 3 drinne, links nichts und rechts ein Knoten mit 4 drinne. Das heißt, das ist ein ganz einfacher Baum und die Liste, die dem entspricht, sollte dann auch 3, 4 sein. List of B tree T ergibt 3, 4. Ja, so funktioniert das. Aber das ist ein wenig ineffizient auf großen Binärbäumen. Der Grund ist der, dass diese Liste, List of B tree L, von dem Append noch einmal abgelaufen werden muss, um es vorne an die Restliste, an die hier dran zu hängen. Das heißt, einmal wird L abgelaufen, um die Liste zu erstellen, die List of B-Tree L. Und das Append muss diese Liste noch einmal ablaufen, um sie vorne dran zu hängen an das hier. Der Grund ist, dass es das Append so definiert ist. Also let rec append, ich schreibe das jetzt mal nicht mit dem add. Oder doch schreibe ich es mit dem add. Xs, Ys ist gleich match Xs with leere Liste, Ys, X, Xs, X vorne dran an Xs at Ys. So ungefähr ist Append definiert. Kompiliert das? Ja, genau. Und 1, 2, 3. Add 4, 5, 6 funktioniert so. Und dann muss die Rekursion eben immer Pattern Matching auf X machen und sich selbst rekursiv aufrufen, wenn ein Element vorne dran gefügt wurde. Wenn das in jedem Schritt passiert, also bei jedem Knoten, dann ist die Laufzeit quadratisch und das ist unpraktisch. Aus reinen Optimierungsgründen würde ich das jetzt nicht unbedingt umstellen. Ich meine, bei den kleinen Sachen, die ich mache, da stört das sowieso nicht. Aber man sieht daran ein System, was wir schon mal gesehen haben. Der Trick, um so etwas zu eliminieren mit dem Append, ist, man führt einen Akkumulator ein. Das heißt, man führt eine Akkumulatorliste ein und an die wird alles immer vorne dran gehängt. Die muss dann natürlich zum Parameter werden. Das heißt, der Baum kommt zuerst, dann mache ich den Akkumulator und dann wird es zu Pattern Matching mit Match anstatt mit Function. Und der Akkumulator ist jetzt dieses Accumulator, abgekürzt ACC. Wenn der Knoten kein Knoten ist, dann kommt auch nur der Akkumulator zurück. Es wird nichts hinzugefügt. Aber jetzt kann man das hier unten, diesen rekursiven Aufruf, schön umschreiben. Nämlich, man hängt an den Akkumulator erst List of B-Tree R an. Dann kommt da das X vorne dran und das ist wieder ein neuer Akkumulator und den bekommt jetzt List of B-Tree mit L. Soll so viel heißen, erst hängt List of B-Tree die Liste von R vorne an den Akkumulator dran, dann wird X vorne dran gehängt und dann wird die Liste
die zu L gehört, vorne dran gehängt. Und jetzt steht gar kein Append mehr da. Während der Rekursion wird einfach immer mit diesen Cons an den Akkumulator vorne das X dran gehängt und dann baut sich die Liste automatisch auf. Jetzt bekommt List of B-Tree ein neues Argument vom Typ A-Liste und wenn man von außen diese Funktion aufruft, muss man da immer die leere Liste reinschmeißen, damit die Liste, die zum ersten Argument gehört, damit die rauskommt. Also List of B-Tree, jetzt muss ich das T neu definieren. List of B-Tree T ist 3, 4. Wenn die Startliste was anderes ist, zum Beispiel 5, 6, 7, dann wird es einfach vorne dran gehängt. So, Akkumulator, das erinnert verdächtig an Fold. Und das hier ist auch nur eine Rekursion, die im Prinzip Fold ist, ohne dass der Funktionsparameter explizit zum Parameter gemacht wurde. Und das hole ich jetzt nach. Was ist denn die Funktion, die hier immer angewandt wird auf den Wert x? Das ist dieses cons, also dieser Doppel-Doppelpunkt. Und wenn ich das mal rausparametrisiere hier und nenne das cons jetzt mal f und mache das zum Parameter, dann muss ich es rekursiv natürlich auch immer übergeben bei List of B-Tree. Und das ist jetzt schon fold. Einfach nur das cons rausparametrisiert. Das ist dieser Parameter. Dann kommt der Baum rein, dann der Akkumulator, der bei List of B-Tree eine Liste ist und bei fold halt einen allgemeinen Typ hat. Und ein Wert vom Typ des Akkumulators kommt auch wieder raus. Jetzt benenne ich das mal um. List of B-Tree heißt das nämlich gar nicht. Fold ref B-Tree. Ref wegen reverse, weil als erstes der rechte Teilbaum dran ist, das R. Dann kommt das X dran. Und dann geht's mit L weiter. Also der Baum wird von rechts nach links durchlaufen, entgegen der Leserichtung. Fold ref b tree. Und hier das gleiche. So. Jetzt heißt's auch richtig. Damit kann man List of B-Tree einfach implementieren. Das ist nämlich fold ref b-tree. Die Funktion, die reinkommen muss, ist cons, also fun x x's, x cons x's. Dann der Baum und die leere Liste, an die das alles dran gehängt wird. Typ stimmt. T definieren, List of B-Tree. Jetzt ist der Parameter wieder weg. Den habe ich explizit angegeben als leere Liste und funktioniert genauso. Mit Fold kann man allerlei anderen Unsinn anstellen, zum Beispiel alle Werte aufaddieren. Fold ref B-Tree mit Plus und mit 0 zum Beispiel angefangen. Und wenn man das auf T anwendet, kommt 7 raus. Kann man genauso multiplizieren oder Strings aneinander hängen, wenn die im Binärbaum stehen. Das gleiche, was man mit Fold auf Listen machen konnte, das kann man eben hier jetzt auch mit Bäumen machen. Was vielleicht noch nützlich ist,
size b-tree t ist gleich fold ref b-tree. Wenn man einen Wert reinbekommt und den Akkumulator, der Akkumulator soll jetzt eine ganze Zahl sein, der einfach die Werte zählt, die drin steht, egal was das für Werte sind, dann erhöht man den einfach um 1 in jedem Schritt. Und das kann man mit Plus so schreiben und dann kann man sich den Akkumulator auch noch sparen. So ein bisschen Rewriting, dann sieht es so aus. T reinwerfen, mit 0 anfangen und fertig ist die Größenbestimmung von einem Binärbaum. Size b-tree t ist 2. Zwei Werte stehen drin. Stimmt. Die No-Nodes enthalten ja keine Werte, die werden nicht mitgezählt. Okay, ein weiterer interessanter Kombinator ist for all. For all bekommt ein Parameter p. P ist ein Prädikat. Prädikat bedeutet vom Typ A nach Bool. Das heißt, ein Wert x kann p erfüllen, wenn px true ist. Es ist eine Eigenschaft. Prädikat heißt Eigenschaft. Und for all, nicht for all, sondern for all b-tree, soll genau dann true zurückgeben, wenn alle Werte in t das Prädikat p erfüllen. Das heißt, für alle Werte x in t soll px true sein. Das kann man mit fold ausdrücken, nämlich wenn ein x reinkommt und der Akkumulator kommt rein, dann ist der neue Akkumulator px und der Akkumulator. So einfach ist das. Und der Baum ist t und man fängt mit true an. Also sobald der Akkumulator einmal false ist, bleibt er auch false. Und deswegen ist es auch von Vorteil, wenn man ihn vorne hinstellt, denn dann merkt das und, aha, der Akkumulator ist false, dann brauchen wir px gar nicht mehr auswerten. Das macht das und in OCaml. Das schaut, ob das erste false ist und nur wenn es true ist, wird das zweite überhaupt ausgewertet, weil false und irgendwas ist immer false. So. For all b-tree. Einmal bekommt es das Prädikat, einmal den Baum und es liefert einen Wahrheitswert zurück. For all b-tree zum Beispiel von x, x größer 0 in t. Das prüft, ob alle Werte in t größer sind als 0. Und das stimmt. Wenn ich da jetzt zum Beispiel gleich 3 hinschreibe, dann stimmt das nicht, weil 4 ist ungleich 3. Okay, so viel zur Faltung auf Binärbäumen. Ab jetzt geht es um binäre Suchbäume. Was ist ein Suchbaum? Das ist einfach ein Binärbaum, der sortiert ist. Das heißt, wenn ich hier einen Binärbaum habe, so, mit den ganzen schönen Kanten drin, dann male ich jetzt mal ganz einfach einen Suchbaum ein. Und zwar müssen die Werte alle sortiert sein. Und zwar so. 4, 5, 6, 7.
So, das nenne ich mal L. Und das nenne ich R. Und die Regel, die jetzt erfüllt sein muss, ist, für alle x aus L gilt x kleiner 4 und für alle x aus R gilt x größer 4. Das heißt, die 4 zerteilt quasi den Baum wirklich in zwei Hälften, eine, die kleiner als 4 ist und eine, die größer als 4 ist. Und das muss auch rekursiv gelten. Das heißt, das gleiche wieder für die 2 und für die 6. Und für alles, was dann noch kommen würde, wenn es noch größer wäre. Das ist die Suchbaumeigenschaft. Aber was hilft einem das, wenn man die 3 zum Beispiel finden will und man fängt bei der Wurzel an, dann weiß man, okay, hier steht 4. 3 ist kleiner als 4, das heißt, man kann in L weitersuchen. Wenn man die Suchbaumeigenschaft bei der 2 auch noch hat, dann ist man bei der 2, man sucht die 3. Okay, 3 ist größer als 2, da geht man in die rechte Hälfte. Und dann findet man sie. Wenn man die 8 zum Beispiel suchen würde, also das Grün gehört jetzt der 3 und das Türkis der oder das Lila der 8. 8 ist größer als 4, da würde man dann rechts suchen. Und wenn man hier die Suchbaumeigenschaft hat, dann weiß man, man sucht nach 8 und es steht 6 da. 8 ist größer als 6. Man sucht in der rechten Hälfte weiter deswegen. Und da steht die 7. Und es gibt keine weiteren Knoten. Das ist ein Blatt also. Und dann weiß man dort, 8 ist nicht im Baum. Und man sieht schon, die Pfade, die man dann im Baum ablaufen muss, die sind weit kleiner, als wenn ich mit Fold den ganzen Baum ablaufen müsste. Und deswegen interessiert man sich überhaupt für so eine Suchbaumeigenschaft, damit man die Pfade, um irgendetwas zu finden, möglichst kurz halten kann. So, als erstes kommt jetzt eine Funktion, die überprüft, ob ein Baum, ein Binärbaum, überhaupt ein binärer Suchbaum ist. Und das implementiere ich erstmal primitiv rekursiv. Also rekursiv ist search tree. Ist das ein Suchbaum, was jetzt reinkommt? Und das geht mit Pattern Matching. NoNode soll immer ein binärer Suchbaum sein. Ansonsten steht da ein Knoten mit linken Teilbaum, mit einem Wert und mit einem rechten Teilbaum. Also mit L, X und R. Und da benutze ich jetzt das for all. Also für alle Y aus L muss gelten Y kleiner x. Und zwar in ganz L. Des Weiteren für alle Y aus R muss gelten Y größer x in ganz R. Und das Ganze rekursiv. Das heißt, ist Search Tree L und ist Search Tree R. Also x zerteilt den Binärbaum in eine kleinere und an eine größere Hälfte. Und der linke und der rechte Teilbaum, das sind beides wieder binäre Suchbäume. Das muss alles gelten.
mal auf T anwenden. Und T ist ein binärer Suchbaum, weil die 4 eben größer ist als die 3 und in der rechten Hälfte. Und sonst gibt es keine Werte. Diese naive Version ist extrem ineffizient, denn bei jedem Knoten, bei jedem Node, muss der komplette linke Teilbaum von for all abgelaufen werden und der komplette rechte Teilbaum von dem Knoten muss abgelaufen werden. Und zusätzlich muss noch Rekursion gemacht werden. Und das geht auch ein bisschen einfacher. Und dazu benutze ich eine Analogie mit List of B-Tree. Ganz am Anfang hat man gesehen, wenn der binäre Suchbaum, wenn der Binärbaum ein binärer Suchbaum ist, dann kommt bei List of B-Tree auch eine sortierte Liste zurück. Also ich schreibe nochmal die naive Version hin. Let break List of B-Tree gleich Function NoNode ist ein binärer Suchbaum. Da kommt die leere Liste raus, die ist sortiert. Und wir nehmen jetzt mal an, L ist ein binärer Suchbaum. Das muss ja bei binären Suchbäumen so sein, dass L und R auch wieder binäre Suchbäume sind. Also ist diese Liste sortiert. List of B-Tree L. Und alle Elemente sind kleiner als x. Das heißt, wenn ich x hier anhänge, ist das immer noch sortiert. Und genauso ist List of B-Tree R ebenfalls dann eine sortierte Liste, weil R ein binärer Suchbaum war. Und alle Elemente aus R sind größer als x. Und deswegen kann man das einfach hier hinten anhängen und die ganze Liste bleibt sortiert. Das heißt, das hier ist dann wieder sortiert. Das ist so informell gesprochen so ein Induktionsbeweis. Okay, und das Fold, was wir dann implementiert haben, auf der Grundlage von List of B-Tree, das hat die Reihenfolge beibehalten, nach der der Baum abgelaufen wird. Das bedeutet, diese X werden so durchlaufen, dass sie immer absteigen. Also es geht im Baum von rechts nach links und wenn er ein binärer Suchbaum ist, dann müssen diese X immer kleiner werden. So ist das Fold konstruiert worden. Der Trick, den man jetzt machen kann, ist, dass man sich immer das letzte gesehene Element im Akkumulator merkt und das aktuelle Element, was am Knoten steht, immer damit vergleicht. Denn es muss ja kleiner werden, damit es ein binärer Suchbaum ist. Das heißt, im Akkumulator muss so ein A stehen und da man am Anfang noch keins hat, muss man sowas wie None angeben. Das heißt, es wird ein A-Option, der Akkumulator, vom Typ her. Und wenn irgendwann mal die Suchbaumeigenschaft verletzt sein sollte, dann muss man das auch irgendwie mitkommunizieren, am besten in einem Wahrheitswert. Das heißt, man kann noch ein Bool dazu packen. Und das ist dann der Akkumulator. Also, wenn man implementiert, ist SearchTree T. Dann kann man lokal definieren eine Funktion f und die soll einen aktuellen Wert x bekommen und auf dem Akkumulator Pattern Matching machen. Der Akkumulator ist ein Paar. Hier steht irgendwas Option, hier steht der Wahrheitswert.
Und jetzt schauen wir uns ein paar Fälle an. Angenommen, wir haben noch keinen Wert und hier steht true. Das kommt direkt beim Anfang. Da hat man noch kein Element gesehen und am Anfang muss der Wahrheitswert immer wahr sein, denn wenn man mit false anfängt, dann bringt das Ganze nichts. Und dann kann man als Akkumulator das letzte besuchte x speichern, also einfach x mit sum und das true bleibt true. Angenommen, man sieht ein y und true. Das y ist das letzte besuchte y, also der letzte besuchte Wert im Binärbaum. Der Binärbaum ist genau dann ein binärer Suchbaum, wenn die Werte immer absteigen. Das heißt, wir müssen eine Fallunterscheidung machen, falls das aktuelle x wirklich kleiner ist als das zuletzt besuchte, nämlich y, dann gilt die Suchbaumeigenschaft weiterhin. Der letzte besuchte Wert ist x und true bleibt drin. Ansonsten kann man einfach none und false zurückgeben. Der letzte Fall ist alles, was mit false reinkommt, geht auch wieder auf false. Das heißt, falsch. Wenn einmal die Suchbaumeigenschaft verletzt ist, dann bleibt sie auch weiterhin verletzt. Wenn es kein Suchbaum ist, dann ist es kein Suchbaum, egal was noch kommt. Okay, mit dieser Funktion kann man fold aufrufen. Fold ref b tree mit f auf dem Baum t und der anfängliche Akkumulator ist none mit true. Genau der erste Fall. Und diese Funktion testet jetzt ebenfalls, ob ein Binärbaum ein binärer Suchbaum ist. Nur da hier einmal nur fold aufgerufen wird und nicht beim jedem Knoten immer wieder for all und Rekursion, deswegen ist das viel effizienter als die naive Version. Und wie man sieht, kommt hier der Akkumulator zurück. Mit dem letzten besuchten Element von rechts nach links wurde der Baum abgelaufen. Erst kam 4, am Schluss war es 3. Deswegen kommt hier 3. Und da es ein Suchbaum ist, steht in der zweiten Komponente true. Wenn man sich nur für den Wahrheitswert in der zweiten Komponente interessiert, wendet man einfach second an. Das ist die zweite Komponente des Tuples. Und dann kommt true raus. Das zeigt, wie flexibel Fold ist. So, jetzt, wenn man einen binären Suchbaum hat, also einen Binärbaum, der wirklich diese Suchbaumeigenschaft erfüllt, wie findet man dann heraus, ob ein bestimmtes Element im Suchbaum vorhanden ist? Das habe ich ja schon gezeigt hier mit der 3 und mit der 8. Also die 3 muss man in der linken Hälfte weitersuchen, dann vergleicht man es mit der 2, dann muss man in der rechten Hälfte weitersuchen und dann ist sie gefunden. Und mit der 8 geht es genauso, nur dass es in die rechte Seite geht und dass es am Ende nicht gefunden wurde. Das waren so zwei Beispiele. Wie geht es allgemein? Nicht mit Fold, denn Fold läuft den kompletten Baum ab, das ist ineffizient. Wenn man keine Suchbaumeigenschaft hat und erst was rausfinden will über den gesamten Baum, dann muss man natürlich den gesamten Baum ablaufen mit Fold. Aber wenn man schon weiß, dass es ein binärer Suchbaum ist, dann kann man es einfacher und schneller machen. Also contains wird jetzt definiert. Contains x, das ist der Wert, der gesucht werden soll. Und der Baum kommt jetzt als
Argument mit Function rein. Das heißt, auf dem wird gleich Pattern Matching gemacht. Wenn NoNode dasteht, das ist kein Knoten, der enthält keinen Wert, das ist im Prinzip der leere Baum. Und da ist nichts drin, also ist das falsch. Ansonsten haben wir einen linken Teilbaum, ein Y und einen rechten Teilbaum. Und da wird jetzt geprüft. Falls x kleiner y, dann muss x in L weitergesucht werden. Das heißt, Ergebnis ist contains x L. Ansonsten, falls x größer y ist, dann contains x R. Ansonsten, wenn es weder größer noch kleiner ist, dann muss es gleich sein. Das heißt x gleich y. Das bedeutet, x ist y, wir sind fertig, x ist tatsächlich im Baum drin. Das war's schon. So schnell kann's gehen. Contains 3t, true. Contains 4t, true. Contains 5, false. 2 auch false. Okay, das geht um einiges schneller als mit Fold oder primitiv-rekursiv ohne Suchbaumeigenschaft. Wie man ein Element einfügt in einen binären Suchbaum, das lasse ich mal als Übung, denn das ist relativ einfach. Stattdessen erkläre ich noch zwei andere Sachen. Nämlich erstens, wie man ein Element entfernt. Das ist ein bisschen interessanter als einfügen. Und irgendwas muss ja auch als Übung übrig bleiben, deswegen einfügen selber machen. Entfernen ist ein bisschen interessanter. Und wie man aus einer sortierten Liste wieder einen Suchbaum bekommt, das werde ich auch noch zeigen. Okay, zunächst entfernen. Nehmen wir mal an, man hat so einen Knoten L, X und R und will daraus das x entfernen. Dann bekommt man Node L, ja, und was in der Mitte, keine Ahnung, und R. Die Frage, die sich da auftut, ist, was ist das? Wir haben vorher einen binären Suchbaum und nachher soll es wieder ein binärer Suchbaum bleiben. Das heißt, was ist das Fragezeichen, so dass es ein Suchbaum bleibt? Das ist eine gute Frage, oder? Naja, es gibt ja vielleicht Elemente, ein Element, was kleiner ist als x, aber größer als alle anderen Elemente außer L. Das könnte man zum Beispiel an diese Stelle setzen. Also zum Beispiel, x' ist jetzt mal definiert als das Maximum von L. Und L' ist L ohne x'. Daraus folgt dann, dass das Fragezeichen gleich x' und Ergebnis ist Node L' x'r. Das geht natürlich genauso mit dem Minimum von R. Genauso mit Minimum von R. Und auf diese Weise kann nach Entfernen eines Elementes der Binärbaum ein binärer Suchbaum bleiben, wenn er vorher einer war. Dabei bleibt nur ein Problem, nämlich hier muss man ja auch entfernen.
Wenn man das Maximum in L gefunden hat, muss man es entfernen. Aber wenn man weiß, dass es das Maximum ist, ist das Entfernen sehr viel einfacher. Und das implementiere ich jetzt als erstes extra. Also let reg remove max. Und da muss man nicht sagen, was entfernt wird, denn das Maximum soll ja erst gefunden werden. Und eigentlich müsste ich jetzt hier so Function noNode und so weiter. Und hier kommt dann None, das heißt, wir haben wieder einen Option-Typ. Und hier kommt Node LXR. Und da kommt dann irgendwas. Und das ist mir jetzt zu umständlich. Den Fall mit noNode, den lasse ich einfach weg. Und dieses L, X und R, was hier bei Node steht, das mache ich direkt zum Parameter, ohne den Konstruktor. Und deswegen schreibe ich es auch hier nicht mehr ins Pattern rein, sondern direkt hier oben hin. Das heißt, auch wenn das jetzt hier so aussieht, als wären es nur drei Parameter, das sind die drei Argumente eines Nodes. Also so versteht man das jetzt, hoffentlich. Okay, und jetzt machen wir Pattern Matching auf R. Denn falls R noNode ist, dann ist X schon das Maximum. X ist das Maximum und was ich noch zurückliefern will, ist der neue Baum und der ist nämlich L. Denn wenn R nichts enthält und wir das X wegnehmen, was bleibt übrig? Das L. Ansonsten steht hier wieder ein Knoten und wie nenne ich das mal? RL, RX und RR für linken Teilbaum, rechten Teilbaum und den Wert bei R. Und da kommt raus, dass X' zusammen mit dem R', wenn ich remove max aufrufe mit RL, RX, RR. Und was am Ende rauskommt, ist, das X' ist das Maximum. Wir haben in R das Maximum gefunden. Und der neue Baum, der rauskommt, ist Node L. X war nicht das Maximum. Und statt R kommt jetzt R'. Denn das X' wurde ja aus R' entfernt. Und L und X blieben unangerührt. Okay, das ist remove max. Sofort mal kompilieren. Und remove max t. Richtig, da muss man ja drei Sachen angeben. Also, wenn man das auf t anwenden wollte, muss man erst noNode, dann 3 und dann den rechten Teilbaum, das ist noNode 4 noNode, einfach abgeschrieben. Und da habe ich den Node vergessen. Den Konstruktor Node muss man natürlich hinschreiben. So, und was er zurückgibt, ist das Maximum des Baums, also dieses gesamten Baumes, der hier einfach als drei Teile übergeben wurde. Das ist 4, also aus dem rechten Teilbaum. Und der neue Baum ohne das Maximum ist das hier. Da steht nur noch die 3 drin. Und damit kann man jetzt remove ganz leicht implementieren. Also remove x. Und jetzt wird wieder Pattern Matching auf einem Binärbaum gemacht. noNode. In noNode gibt es nichts zu entfernen, das bleibt unangerührt. Und wenn hier L, Y, R steht, dann wird geprüft, wenn X kleiner Y ist. Dann
Ja, genau. Was dann? Dann sagen wir, L' ist gleich remove x in L. Und dann bauen wir einen neuen Node auf mit L'. L' y bleibt da und R. Gut, da braucht man kein Let, das kann man direkt einsetzen. Das heißt, das hier setze ich jetzt hier ein und das Let bleibt weg. Ansonsten, falls x, else if x größer y, dann kommt ein Knoten zurück. X steht offensichtlich, wenn es überhaupt drin ist, in R. Das heißt, L bleibt ungetastet, Y bleibt unangetastet und remove X R kommt anstelle von R hin. So, jetzt kommt der spannende Fall, nämlich X gleich Y. Das heißt, wir haben x gefunden und es steht hier genau zwischen L und R drinnen. Dann kommt raus x' und L', wenn wir aufrufen remove max L. Das Dumme ist, ich habe das so geschrieben, dass hier drei Sachen kommen müssen. Das heißt, erst muss L mal zerlegt werden. Also, wenn L no node ist, was passiert dann? Wir sind immer noch in diesem Fall hier. L ist no node, x gleich y, x wollen wir entfernen, was bleibt übrig? R. So. Ansonsten ist es ein LL, LX und LR. Und jetzt können wir sagen x' l' ist gleich remove max ll lx lr. Und damit können wir einen neuen Knoten basteln. Ein Node mit l', da fehlt das Maximum. Das Maximum kommt jetzt in die Mitte anstelle von dem x, was gleich y ist. Und das r bleibt unangetastet. So, das hier ist ein Pattern Matching und hier oben ist das Pattern Matching mit dem Function. Okay, so viel zu Remove. Mal sehen, ob es kompiliert. Kompiliert. Mal sehen, ob es funktioniert. Remove 3t. Bleibt 4 übrig. Remove 4t. Bleibt 3 übrig. Remove 5t. Bleibt es, wie es ist. Also nicht allzu verkehrt. Ja, das sieht zwar ein bisschen umständlich aus mit den drei Parametern hier, aber dadurch spart man sich den Option-Typ und der wäre auch nicht gerade schön. Ja, zur Übung kann man ja mal das Remove anstelle von remove max ein remove min schreiben, was das gleiche macht mit, nicht mit dem Maximum, sondern mit dem Minimum. Und dann in remove, anstatt dass man remove max benutzt, dass man eben remove min benutzt und dass man dann alles dual richtig hinkriegt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung zusätzlich zum Insert auf binären Suchbäumen. Okay, jetzt die letzte Funktion für heute. Das Erstellen eines balancierten Binärbaums aus einer sortierten Liste. Balanciert heißt, dass er eben so aussieht. Vielleicht nicht ganz so hässlich, aber von der Struktur her genauso. Oder um es nochmal etwas allgemeiner zu machen, wenn man hier so ein Binärbaum hat und dann hier irgendwelche beliebigen Teilbäume, dann ist der Unterschied hier von der Höhe
maximal 1. Und das gilt auch rekursiv, also dann spricht man von einem balancierten Binärbaum. Wenn die maximale Tiefe bei jedem Knoten sich vom linken und rechten Teilbaum nur um 1 unterscheidet. Und wie man sowas aufbaut, das will ich jetzt zeigen. Der Ansatz ist, wenn man die Liste bekommt, die sortierte Liste, man teilt sie natürlich in 2 Hälften. Und in der Mitte muss ein Element übrig bleiben. Dieses Element wird das Element von dem aktuellen Knoten und die beiden Listen links und rechts, die werden dann rekursiv wieder in Binärbäume verwandelt. Also eigentlich ganz einfach, man hackt eine Liste in der Mitte auseinander und beide Teile werden rekursiv wieder zu Binärbäumen. Und dadurch, dass man das eben in der Mitte macht und die Liste nicht irgendwie so am Rand zerschneidet oder irgendwo anders, dadurch erreicht man, dass die Binärbäume ungefähr gleich groß werden, ungefähr gleich tief werden. So. Und wie macht man das jetzt am geschicktesten? Man übergibt am besten einen Parameter, der die Länge der Liste, die man in einen Baum verwandeln will, beschreibt. Also erstmal die Funktion. Wie soll die heißen? Btree of sorted list. Also nicht auf beliebige Liste, sondern auf sorted list. Denn nur dann kommt ein binärer Suchbaum wieder raus. Und da definiere ich am besten rekursiv eine Funktion, sagen wir mal t of l für tree of list. Und die braucht einen Parameter, nenne ich den Parameter mal take. Und der beschreibt eben, wie viele Elemente sollen weggenommen werden von einer Liste, und in einen Binärbaum verwandelt werden. Und die Liste, die reinkommt, die nenne ich mal x's. Also take beschreibt, nimm so und so viele Werte von x's und verwandle die in einen Binärbaum. So, die Frage ist, wie macht man diese Fallunterscheidung jetzt am praktischsten? Falls take kleiner gleich 0 ist, dann heißt das, nichts soll verwandelt werden. Es soll einfach nur ein Binärbaum erstellt werden, ein binärer Suchbaum. Das heißt, noNode kommt raus und die Restliste, die gebe ich immer im Tuppel mit zurück. Also x ist, bleibt unverändert und das war's. Ansonsten sage ich mal, dass m die Hälfte von take ist. Okay, dann wende ich t of l rekursiv an. Und es kommt raus, die linke Hälfte und ein x's Strich. Wenn ich t of l mit m anwende auf x's. So, jetzt muss natürlich die Hoffnung sein, dass x's Strich überhaupt noch ein Element enthält, was man für den Knoten benutzen kann. Und dass hier irgendwie ein x's Strich Strich kommt. Denn dann kann man das R rausholen aus
den x ist 2 Strich. Und man bekommt irgendwie x ist Strich, Strich, Strich. Und das ist irgendwas Komisches. Vermutlich ein Kommentar oder sowas. Naja, Syntax-Highlighting ist nicht immer so toll. Also t of l. Die Frage ist nur, wie viele bleiben da noch übrig? Take-Elemente sollte ich verwandeln. M-Elemente habe ich schon weg. Und das x habe ich auch schon weg. Das heißt, es bleiben nur noch take minus m minus 1 Elemente, die ich aus den x-Strich-Strich noch verwandeln kann. Okay, aber wenn man das geschafft hat, dann ist man auch schon fertig. Denn dann kann man hier zusammenbauen l, x, r. Und die Restliste ist das, was am Ende übrig geblieben ist. X ist Strich, 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 Strich. Dieser Fall hier sollte nie auftreten. Und zwar bedeutet das, take muss immer so gewählt sein, dass x ist lang genug ist. Das heißt, ich schreibe hier mal fail with rein, t of l, Moment. Schreibe ich den ganzen Funktionsnamen in b-tree of sorted list implementation error. Das heißt, dieser Fall tritt nur dann ein, wenn ich irgendwas in der Implementierung falsch gemacht habe. Das heißt, wenn es ein richtiger Programmierfehler ist. Das ist mir zu lang. So. Kriegt man die ganze Funktion noch auf? Wahrscheinlich nicht mehr. Also nochmal zusammengefasst. T of L verwandelt. Take Elemente aus x's in einen Binärbaum. Wie macht es das? Es schaut, ob take kleiner gleich 0 ist. Wenn es kleiner gleich 0 ist, dann kommt no node raus und die x's bleiben unverändert. Ansonsten wird take halbiert und mit den ersten take halbe Elementen von x's wird l erstellt. Dann wird ein x aus den x's rausgeholt. Und aus dem Rest, also aus den take minus m minus 1 Elementen, die noch übrig bleiben, daraus wird dann das r gemacht. Und l, x und r zusammen ergeben einen Knoten. Und die Restliste muss auch wieder mit rauskommen. Denn man kann sich ja in einem verschachtelten Funktionsaufruf finden, wie zum Beispiel dem hier. Und dann muss das immer mit zurückkommen. Der Fall, dass x zu kurz ist, darf nicht auftreten. Wenn der auftritt, dann ist es ein Implementierungsfehler. Okay, wie bastelt man jetzt das B-Tree of Sorted List aus dem T of L? Also wir bekommen hier x rein als Parameter. Und dann geben wir zurück T of L irgendwas x. Und das irgendwas ist die Länge von x, denn wir wollen ja das gesamte x verwandeln. Also list.length x. Und das war's auch schon. Wenn das kompiliert, dann ist alles toll, aber es kompiliert nicht. In Zeile 87 gibt es einen Fehler. Fail with und this expression has type. Ah ja, ich habe es nicht geklammert. Den String habe ich zerlegt, aber nicht geklammert dabei. Das muss man natürlich machen. Ansonsten funktioniert es aber. Gut, dann können wir uns ja mal anschauen, was rauskommt, wenn man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingibt. Da müsste nämlich genau das hier rauskommen. Also, und das probiere ich mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack.
Eieiei, ist das ein Wust. Grafisch ist es doch schon um einiges schöner, aber hier sieht's. Also, ich kann feststellen, es kommt ein Node ganz am Anfang. Und die leere Liste kommt hier am Ende noch raus. Das gefällt mir noch nicht so vom Typ her. Da sage ich Second. Nein, First. Diesmal First. Diesmal ist es die erste Komponente, die interessant ist. Also ganz außen steht ein Node und in der Mitte steht 4. Das ist wie hier. Da ist die 4. Dann, das ist der linke Teilbaum und der hat in der Mitte eine 2. Das ist die hier. Und davon wieder die linke Hälfte, da steht die 1. Und die rechte Hälfte, da steht die 3. Das ist die hier. So, dann gehen wir nach ganz außen wieder und zur rechten Hälfte. Da steht dann in der Mitte die 6, man hier unschwer erkennen kann. In der linken Hälfte steht die 5, wie hier. In der rechten Hälfte wieder die 7, wie da. Stimmt also genau. So, okay, also an dieser Signatur, die hier kommt, kann man noch mal zusammenfassend sehen, was heute alles so dran kam. Erstens die Typdefinition von Binärbäumen, dann Fold auf Binärbäumen, also genauer gesagt Fold Reverse, und zwar kann man als Übung nochmal das Fold andersrum schreiben und Map implementieren, das ist nämlich auch einfach, Map auf Binärbäumen. Dann List of B-Tree, das war einfach nur genau wie Sum und Size und For All, einfach nur eine Anwendung von Fold. Genau wie ist Search Tree auch eine Anwendung von Fold. Und ab dann ging es weiter mit den binären Suchbäumen, also die diese Eigenschaft erfüllen, wo hier True rauskommt. Für die gibt es ein effizienteres Contains. Das Remove Max ist eine Hilfsfunktion für Remove. Insert kann man zur Übung implementieren und statt Remove Max kann man auch mal Remove Min benutzen, um Remove zu implementieren. Und am Schluss, wie man einen balancierten Binärbaum aus einer sortierten Liste rauskriegt. Damit Binärbäume effizient funktionieren, also binäre Suchbäume, ist es wichtig, dass sie balanciert werden. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Je nachdem, welche eingesetzt werden, erhält man eben AVL-Bäume zum Beispiel oder Rot-Schwarz-Bäume oder Splay-Bäume oder Patricia-Bäume oder sonst was. Das erzähle ich vielleicht ein andern Mal, das ist jetzt zu viel für ein Video. Und mit den Balancierungstechniken erhält man dann tatsächlich schon praxistaugliche Implementierungen für Mengen oder für Tabellen oder sowas. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.